Jo, moin, liebe Leute und hallo, liebe Landratten und Rädchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Anno 1404. Die Kampagne 100% auf schwer in der Mission Ein Sturm bricht los. Und wir haben beim letzten Mal die Produktion von Leder, wenn wir dann angegangen haben, unsere Most- und Brotproduktion massivst gesteigert. Mussten ein bisschen Einbußen hinnehmen bei unserer Bilanz, aber bei Produktionserhöhung bleibt das ja nicht aus. So, wir brauchten jetzt hier oben nochmal ein bisschen ein bisschen was von allen nehmen wir mal lieber mit. Nachher fehlt es ja noch irgendwas. Zack, zack, zack. Und Holz. Jetzt haben wir es mal zum ersten Mal einen Überfluss. Das ist auch mal herrlich. Die letzte Folge mussten wir wirklich Minuten damit zubringen, dass wir auf Holz oder Stein gewartet haben. Das wäre natürlich nicht ganz so angenehm. So. Ja, die Produktion hier und hier geht natürlich arg nach unten. Wobei er holt gerade ein bisschen eine Lederwämse ab. Ist vielleicht ein bisschen makaber, wenn hier die drei kleinen Schweinchen, jetzt haben wir ein Autosave, gespeichert. Die drei kleinen Schweinchen, die hier geschlachtet wurden, hier an den Familienmitgliedern vorbeigeschleppt werden. Aber hey, wir schreiben das Jahr 1404, da hat man auf sowas noch nicht geachtet. So, wo bleibt denn unser liebes Schiff? Ein bisschen Vorlauf hier. Zack. So, einmal alles entladen. Und dann brauchen wir. Achso, wir wollten das hier so setzen. Und dann können wir das hier nämlich auch umsetzen. Moment. Ja, ich weiß, das klingt, sieht jetzt alles ein bisschen komisch aus. Einmal kopieren. Zack. Werd gleich sehen, was ich meine hier. So, was wollte ich denn hier machen? Moment, 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 Moment. Stimmt, so rum. Jetzt haben wir einen Schuh. Und jetzt versetzen wir den noch einmal 4 nach links. So. Ich weiß, das sieht alles ein bisschen strange aus. So. 1, 2, 3, 4 und ja, hier müssen wir einfach nur mal nachher das Rotor ein bisschen verschieben und versetzen. Voll die Verschwendung, ich weiß. Zack, so. Das wird nicht abgeholt. Warum wird das nicht abgeholt? Ach, da fühlt man noch, da muss noch eine Straße ran. Okidoki. Kriegen wir auch noch hin. So. Dann einmal hier Schwein, Schwein. Zack. Schwein. Jetzt gucken wir mal, dass wir die Produktion hier auch wieder auf. Ja, steigt. Komm. 37, 40, 50, 56. Jetzt geht sie wieder runter. Jetzt geht sie wieder rauf. Jetzt geht sie wieder runter. Jetzt geht sie wieder rauf. Es ist ein bisschen wie Glücksrad hier gerade. Machen wir es mal anders. Den alten Trick. Wir haben ein volles Lager mit Lederwämsen. Halleluja. Acht Stück. Ab nach Alsa hier. Vielleicht solltet ihr eines eurer Schiffe regelmäßig Lederwämser zu eurer Bevölkerung bringen lassen. Ja, das ist eine gute Idee. Hatte ich vor. Sogar vor deinem Vorschlag. So, einmal von hier nach. Na, komm, hallo. Da. Also von Röschenhof holen wir ab Lederwämse und die laden wir dann in Welfenberg aus. Dafür nehmen wir die Schiffe. Das Schiff Lederwams. Und los geht's. So. Sollen wir hier mal ab, bis zumindest die Schweine heute. Lederwämser für die Flüchtlinge gedacht? Yep.
Das sind sie. Schön warm, schön schweinisch. Allah segne euch. Ihr habt ein gutes Herz. Sowas von. Madame d'Artois' Schiffe greifen weiterhin die Dörfer dieser Region an. Der Strom an Flüchtlingen reißt nicht ab. Allah möge mir vergeben, aber ich habe nicht genug Vorräte, um sie alle zu verköstigen. Bitte helft! Auch das tun wir lieber. Nehmt diese Insel als Geschenk für eure Hilfe. Bestimmt finden sich einige Nomaden, die euch bei der Produktion von Milch und Datteln unterstützen. Ein Bazar und ein paar Hütten würden ihnen schon genügen. Ah, hier. Ah, die verlassen sich sogar ein bisschen besser, weil sie ein Hauch größer ist. Jetzt haben wir eine Minusbilanz. Och, also hier. Menschenskinders. Fünf Felder. Was ist denn das hier für ein Blödsinn, Leute? Wir sollen so arbeiten können. Ich nicht. Machen wir gleich nochmal neu. Hier sind auch nochmal Dattelplantagen. Die kommen mal bitte alle weg. Wir müssen ja eh gleich neue Norias bauen. Das ist ja auch alles sehr verlassen hier unten aus. Kein Wunder, dass sie alle flüchten. Ihre Bevölkerung sehnt sich nach Gemeinschaft. Jojo. Gleich. So. Hat sie es jetzt hier ergeben? Wir haben... Wow, haben wir viel Salz. Du bist ja schon auf Rand voll. Sehr schön. Dann können jetzt die... Gerbereien wieder auf. Und ich hoffe mal, dass sie sich jetzt auf 100% Produktion einigen können. 73, ja. Oh. Der läuft schon ganz gut. Die da oben läuft auf 100. Und die hier unten auch. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ja, hiervon kann jetzt auch zumindest mal einer in Frühfeierabend gehen. Brot haben wir auch richtig viel jetzt. Das ist ja... Ich glaube, ich übertreibe es manchmal wahrscheinlich mit meinen Produktionsketten. Wo ich sie nur eigentlich verdoppelt habe jetzt. Vom Ursprung einen Bäcker auf zwei Bäcker oder von zwei Mostbetrieben auf vier oder... Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ja, ja, ja. So. Nimm mal ein bisschen Stein hier mit. Ich weiß gar nicht, ob wir Stein wirklich hier unten brauchen, aber schauen wir mal. Dann auf jeden Fall ganz viel Holz und ganz viel Werkzeug und dann ab mit denen hier unten. So. Die hier laufen zu weiterhin auf 100%, ja. Das ist mir jetzt gerade sehr wichtig. Ja, sehr schön. Das haut nämlich auch unsere Bilanz wieder ein Stück nach oben. Bis auf Bier ist jetzt nämlich der Gemeinde Patrizier in Welfenberg versorgt mit Brot und Lederwämsern und damit fühlt er sich schon wieder pudelwohl und gibt uns ein kleines Steuerplus zumindest. So, ist die Frage, sollen wir hier noch ein bisschen was ausbauen? Kirchentechnisch sind wir ja noch ziemlich gut dabei. Hier würde auch noch was gehen. In ihrer Siedlung fehlt es an Gemeinschaft. Fehlt gar nicht. So. Ja, hier ist sonst nirgendwo mehr was dran zu bauen. Hier würde noch eine Reihe gehen. Hier sind wir wahrscheinlich schon dann zu. Naja, da sind wir zu nah am Holzfäller. Sehr schön. So, dann würde ich sagen: einmal die Bauern kriegen eine kleine Steuererleichterung. Oh, da kommt die gute Komet angerauscht. Zack, 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 bumpf. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal Datteln. Datteln braucht das Volk. Und da würde ich sagen, schauen wir mal, dass wir sie hier links vielleicht irgendwie reingequetscht bekommen. Wo sind sie denn da?
das wirklich 5? Ich kann mich da gar nicht so sehr dran erinnern, dass das jetzt wirklich 5 Dattelfelder waren. Na egal, machen wir 5 Dattelfelder. Schauen wir mal, so wirklich hier hinten in der Ecke anfangen. Müssen wir erstmal nur noch wahrscheinlich ein Kontor hinsetzen. Einfaches aus Holz dürfte aber genügend tun. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und eine kleine Nuria. Nuri hier, Nuri da. Nuria, so. Jo. Einmal hier. Zwei sollten dann, denke ich mal, auch die Produktion für die erste kleine Siedlung ausreichen. Also wir brauchen zuerst einen Bazar. Das würde mich echt mal interessieren, wenn wir die Aufstiegsrechte kurz verweigern. Und den Leuten hier ein bisschen Zeit geben. Marie d'Artois fiebert diesem Kreuzzuge so sehr entgegen, dass sie schon jetzt marodierend umherzieht. Ständig höre ich von neuen Angriffen auf mein Volk. Ich bitte euch inständig, baut Kriegsschiffe und helft mir bei der Verteidigung. Okidoki. Also, stimmt, wir waren noch bei Unterstützung der Flüchtlinge. Liefern Sie also hier 10 Datteln und 10 Milch. Errichten Sie die benötigten Produktionsstätten, um Milch und Datteln herzustellen. Denken Sie auch an den Bau von Norias, damit Ihre Betriebe auch produktiv arbeiten. Also hier benötigt Ihre Hilfe, um all die Flüchtlinge auf seiner Insel mit Nahrung zu versorgen. Jo, sind wir dabei? Wir haben ja mittlerweile seine Insel hier, die Kurang, übernommen und siedeln hier auch die ersten Leute wieder an. So, gewagter Neuanfang. Errichten Sie in Dar el Marisi 10 Nomadenhütten. In Dar el Marisi? Ich nehme an, die meinen einfach nur Kurang hier, oder? Also ich kann es mir zumindest nur so vorstellen gerade. Um ihre Siedlung aufzubauen. Sobald alle Bedürfnisse der Nomaden erfüllt sind, werden sie automatisch in ihre Hütten zurückkehren. Denken Sie jedoch daran, dass Nomaden andere Bedürfnisse haben als restliche Bevölkerung. Eine Oase des Friedens und des Wohlstands mitten in der Wüste. Gepriesen sei Allah. Okay, der Großvisier verlässt sich auf uns. Belohnung ist eine großzügige Schenkungsurkunde. Was ist denn hier die Belohnung? Ach, hier 250 Ruhm. Und kleine Kriegsschiffe. Bauen Sie 3 kleine Kriegsschiffe. Sie können die geforderten Schiffe in Ihrer Werft in Auftrag geben. Nach den fortwährenden Angriffen von Marie d'Artois ist also hier sehr in Sorge um seine Landsleute. Helfen Sie dem Großvisier. Sagen, das gehen wir mal zuletzt an. So, ich überblicke das jetzt hier mal. 27 zu 32. Ja. Bei Allah, ihr habt es geschafft. Und Madame d'Artois scheint diese Siedlung zu verschonen, seit sie unter eurem Schutz steht. Tja. Woher das nur kommt. So, eine großzügige Schenkungsurkunde. Ich frage mich gerade, wo ist sie jetzt an Bord? Muss ich noch irgendwo abholen? Muss ich hier im. Da. Kann an Bord eines Schiffes dem Orient überbracht werden, um diplomatische Ränge zu erwerben. Okay, gut. Das heißt, er gibt uns selbst eine Schatulle, mit der wir bei ihm aufsteigen. Logic. So, ganz kurzer Kontrollblick hier oben hin. Sieht ja scheinbar alles ganz gut aus. Fisch.
Naja. Fisch könnte besser laufen. Nimm den mal weg und setzen hier oben mal einen Fischer hin. Ihr bringt ein Zeichen eurer Freundschaft? Jep. Das bringen wir. So, und die Fischer hier vorne, die könnte man noch über den Steinweg schneller anschließen. Hätten wir das auch mal so. Zeichen Freundschaft, ja. Eure fortwährenden Bemühungen sollen mit diesem Titel belohnt werden. Sehr schön. So, dann schauen wir mal da unten. War hier nicht irgendwo noch diese Insel mit den Künstlern oder sowas? Oder dem... Na, was war es denn? Diese Universität. Oder war die mal hier drauf und ist jetzt weg? Ich weiß es nicht. Wir sind hier sehr viele Tiere. Ich mache mir Sorgen. Die armen Leute sind sie. Mhm. Okay. Hier gibt's aber nichts zum Handeln, liebes kleines Schiffchen. Brauchst gar nicht hochfahren. Egal. So, was fehlt denn jetzt hier? Offensichtlich nichts. Milch. Milch, Milch, Milch. Drei Ziegenställe. Okay, okay. Guck mal, wie groß die sind. Ja, dachte ich mir schon. Ein Eiland wurde gesichtet. Tada! Sie haben einen neuen Stadtstatus erlangt. Juhu! Kurang. Ja, hätte man es jetzt nur einen auseinandergezogen, hier hätte ich die Nora direkt reinsetzen können. Denn hätten wir es auf der anderen Seite ein bisschen schneller hinbekommen. Aber ich denke mal, das ist jetzt alles kein allzu großes Problem. So, wir brauchen auf jeden Fall noch offensichtlich ein paar mehr Einwohner. Denn wir haben immer noch keinen Zugang hier unten auf die ganzen Teppichgeschichten. Mit denen wir dann zumindest ein bisschen mehr die Steuern hier unten erhöhen können. Die Frage, kriegen wir überhaupt Teppich hier alle ausgelegt? Wir haben hier nur Indigo. Und hier hinten auch nur Indigo. Wir haben gar keine Seide. Das ist natürlich jetzt nicht so dolle, aber... Seide gäbe es dafür hier unten, auf dieser wirklich herzallerliebsten Insel. Da möchte man doch Urlaub machen. Oh. Interessant, ein Schiffswrack. Na, die See war nicht so stürmisch wie diese Insel, wa? Ja. So. Ne, aber offensichtlich die Insel mit den... Mit den Akademikern, die uns die Ach, hier war die. Okay, nimm alles zurück. Hier ist sie doch. Liebevolle Insel der Akademiker. So. Drei kleine Kriegsschiffe. Geldtechnisch würde ich sagen, gehen wir erstmal alles andere an als die Kriegsschiffe. Die kosten mir viel zu viel dann. So, wir bauen erstmal ein bisschen hier aus. So, die Bauern zahlen ein bisschen mehr Steuern. Dafür kriegen die Bürger ein bisschen weniger Steuern. 88, ja. 450, hier geht noch ein bisschen was.
Ihnen so einmal im Schnelldurchlauf. Alle einziehen hier. Oder wie es bei Gilde immer so schön heißt, nun geht hin und mehret euch. Füllt die Häuser. So, 450, sehr schön. Und dann einmal das große Patrizier-Upgrade. Mit ganzen 3-4 Häusern. Verärgert, nicht verärgert suchen und die Steuern gar nicht treiben. Zack. Wie viel gehen jetzt hier noch rein? Ja, okay. 925 maximal. 901. 5. 9. 13. Es werden immer 4 Kinder gleichzeitig geboren hier auf der Insel. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Sehr schön. So. Dann dürft auch ihr hier wieder hohe Steuern zahlen. Und dann sind wir auch schon wieder, Gott sei Dank, bei einer Bilanz von 404 im Plus. Werkzeugmacher stellt nichts mehr. Dann kann der eine hier mal zu. So, wie sieht es jetzt hier aus mit Datteln und Milch? Ja, Milch könnte ein bisschen mehr sein. Muss gar nicht so unbedingt, aber wie gesagt, könnte. Was verschafft mir die Ehre eures erneuten Besuchs? Ich komme immer wieder gerne. Mein Name ist Ibn al-Hakim. Ich leite diese Akademie. Okay, okay. Warum denn unser Schiff? Hier. Komet, die darf dann einmal hier oben ein bisschen Werkzeug und Co. holen. So, wie viele? 10 Milch, 10 Datteln. Hätten wir sogar gerade so beides. Datteln hätten wir sogar schon fast eine Überproduktion. Henkersberg, ja, da möchte ich nicht wohnen. Es gibt ja viele Orte, an denen ich wohnen möchte, aber ein Henkersberg, nein. Jo. Oh Gott, oh Gott. Also richtig nice hier. Also das ist echt eine Schwerindustrieinsel. Ich weiß ja gar nicht mehr, wie dort gehen soll. Hier haben sie sogar schon Kräne, damit sie überhaupt die Waren, die Berge rauf und runter gehievt bekommen. Entschuldigung. Schluckauf heute hier. Oh. Jo. So, liebe Komet, wo bleibt. Achso, die habe ich ja hier hingeschickt, ne? Dann nimm mal gar nicht so viel mit. Dann nimm mal vielleicht so an die 20 Holzsteine und Co. mit. Bam, 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 bam. Da runter. Miau. Bumpf. Zack. So, einmal entladen. Und dann nimmst du mal 10 Milch und 10 Datteln mit. Wobei Milch, es sieht echt ein bisschen knapp aus. Schauen wir mal. So, erstmal hier unten abliefern. Dann gucken wir mal. Mittlerweile haben wir wieder 7000. Jetzt gehen auch die ersten Teppiche. Und sonst müssen wir wahrscheinlich echt hier unten diese Insel. Ihr bringt Datteln und Milch für die Flüchtlinge? Ja. Ich hoffe, der Sturm hier lässt mal nach, weil es ist hier echt die einzige Insel, die wir besiedeln können mit Seide. Ey, was geht denn hier? Film. Hallo? Shukran, ihr seid mir eine große Hilfe in dieser schweren Zeit. Das Logbuch ist tatsächlich in einem kaum bekannten Beduinen-Dialekt verfasst.
Ich wollte eben mit einer Abschrift beginnen, doch unglücklicherweise sind mir Papier und Indigo ausgegangen. Oh. Gibt es jemanden in eurer Stadt, der Papier herstellen kann? Nein. Dann lasst uns hoffen, dass bald jemand herzieht, der sich auf dieses Handwerk versteht. Gut, das heißt, wir müssen unsere Stadt wahrscheinlich noch größer werden. Also unsere Stadt muss noch größer werden. So. Die Abschrift. Stellen Sie Ibn al-Hakim Folgendes zur Verfügung. 5 Papier und 5 Indigo. Errichten Sie die benötigten Betriebe zur Erzeugung von Papier und Indigo. Möglicherweise muss Ihre Stadt erst noch wachsen, bevor Ihnen die Produktionsstätten zur Verfügung stehen. Um das Logbuch zu übersetzen, benötigt Ibn al-Hakim unbedingt ein paar Schreibutensilien. Und Spezialist gesucht. 940 Patrizier in Welfenberg ansiedeln. Bevor Sie Papier herstellen können, muss Ihre Stadt noch weiter wachsen. Errichten Sie weitere Bauernhäuser und sorgen Sie dafür, dass alle Bedürfnisse Ihrer Bevölkerung erfüllt werden. Beeilen Sie sich, damit Ibn al-Hakim das Logbuch der Kosaren bald entschlüsseln kann. Jo. Das gilt es dann beim nächsten Mal anzugehen. Ich glaube, wir brauchen gar nicht so viele mehr Bauernhäuser. Wir waren doch schon bei 925 hier. Ich glaube, wir brauchen nur 2-3 weitere Patrizierhäuser. Dann hätten wir zumindest den Spezialisten für Papier. Und kann ich zum Beispiel mal gucken, was die Produktionskette Papier so braucht. Wird gar nicht angezeigt. Das ist ja toll. Naja, schauen wir dann beim nächsten Mal. Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Euch ein wunderschönes Wochenende, eine schöne Adventszeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Hummel, Hummel, Mors, Mors.